Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in 4 Schritten Sumo-Kreuzheben richtig ausführt. Wie auch beim normalen Kreuzheben ist der erste Schritt, den richtigen Stand zu finden. Hierzu stellt ihr euch wie beim Kreuzheben auch an die Stange, aber diesmal schön weit auseinander. Denn beim Sumo-Kreuzheben werden die Hände zwischen den Beinen oder den Füßen geführt und man versucht eben die Range of Motion zu verringern. Das heißt, breiter Stand. Ihr könnt euch natürlich an den Ringen orientieren, so dass ihr immer wisst, wie breit ihr wirklich steht. Und im Gegensatz zum Kreuzheben steht ihr auch enger an der Stange. Hier nochmal kurz von der Seite zu sehen. Das heißt, ihr geht wirklich mit dem Schienbein schon quasi an die Stange dran. Die Füße zeigen nach außen und das Gewicht ist auf den Fersen. Weiter geht's mit Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2. Core stabilisieren und den intraabdominalen Druck aufbauen. Wie auch beim Kreuzheben ist es beim Sumo-Kreuzheben mit das Wichtigste, dass ihr euren Core stabilisiert, das heißt euren Rumpf stabilisiert mit dieser bestimmten Atemtechnik. Dazu habe ich noch ein weiteres Video, was jetzt kommen wird. Das werde ich verlinken, wenn es soweit ist. Schaut euch das an. Vor allem bei schweren Gewichten wird das sehr wichtig, dass ihr einfach stabil seid. Bei vielen YouTubern wird das vernachlässigt. Die machen dann mit 100 Kilo, 120 Kilo euch das vor. Aber bei den schweren Gewichten könnt ihr einfach nur noch mit Pressatmung arbeiten. Bitte merkt euch das. Schritt Nummer 3. Den richtigen Griff finden. Wie auch beim Kreuzheben gibt es beim Sumo-Kreuzheben 3 verschiedene Arten, die Stange zu greifen. Das wären der Kreuzgriff, der Overhand Grip und der Hook Grip. Der Kreuzgriff, wie ihr hier seht, die eine Hand zeigt zu euch, die andere weg, kann nicht rausrutschen, die Stange. Beim Überhandgriff, Overhand Grip, kann die Stange leider rausrutschen. Und beim Hook Grip wird der Daumen, wie ihr hier sehen könnt, unter der Stange geführt und von Zeige- und Mittelfinger eingeklemmt. Hier kann die Stange auch nicht rausrollen. Nachteile und Vorteile. Der Kreuzgriff ist ein sehr guter Griff fürs Powerlifting. Allerdings falsch ausgeführt, gibt es Verletzungsgefahr für Schulter und Bizeps. Ihr müsst die Arme dabei ausstrecken und eure Schultern wirklich nach hinten ziehen. Der Hook Grip kann einfach schmerzhaft sein, dadurch, dass der Daumen zwischen euren Fingern und der Stange zermatscht wird. Schritt Nummer 4. Lasst eure Knie nach außen wandern und eure Hüfte leicht nach hinten, bis ihr die Stange greifen könnt und startet den Lift, das Gewicht auf den Fersen. Was das heißt, nachdem ihr euren Stand gefunden habt, nachdem ihr euren Core stabilisiert habt, das heißt, ihr habt die Luft im Bauchraum, und nachdem ihr euch runtergesetzt habt, euren Griff gefunden habt, gilt es jetzt, das Gewicht nach oben zu bringen. Wie macht ihr das? Das macht ihr, indem ihr eure Hüfte nach vorne bringt und gleichzeitig eure Beine ausstreckt. Ihr werdet hier einen Belastungsunterschied merken im Vergleich zum Kreuzheben, zum Conventional Deadlift, weil hier viel Belastung auf den Adduktoren und dem Gluteus liegt. Viel weniger auf dem Quadrizeps. Ihr habt hier den Vorteil, dass ihr weniger Range of Motion habt. Allerdings sind die Muskeln, die beansprucht werden oder hauptsächlich beansprucht werden, andere. Das heißt, hier habt ihr sehr viel Adduktoren und viel Gluteus und die müsst ihr halt jetzt einfach nutzen, um schnell eure Beine auszustrecken. Zack, wie ihr da seht, und die Hüfte nach vorne zu bringen. Ihr seht richtig, wie mein Po kontrahiert ist. Die Jogginghose, die knittert so, weil einfach mein Po schön angespannt ist. Eine sehr gute Übung, um das auch zu trainieren, sind Hyper-Extensions, bei denen ihr euch darauf konzentriert, den Po anzuspannen. Das ist hier zu tun. Achtet darauf, dass der Rücken die gesamte Zeit gerade ist. Das heißt, der Rückenstrecker ist die ganze Zeit mit angespannt. Das bleibt alles gerade. Schultern nach hinten und dann Hüfte nach vorne, Beine ausstrecken. Und dann könnt ihr Sumo Deadlift mit hohem Gewicht, mit leichtem Gewicht, wie ihr wollt, ausführen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Hier noch ein paar Exemplare, wie man es nicht machen sollte. Ja, zur falschen Ausführung ist zu sagen, startet nicht zu niedrig. Kreuzheben ist keine Kniebeuge. So wird es oftmals gezeigt auf anderen Fitness-Channeln und dann schießt der Arsch hoch und es entsteht ein Rundrücken. Ich habe diesen allerdings jetzt nicht hinbekommen, habe einfach nicht dran gedacht, aber das ist das, was meistens passiert. Und keine Spannung im oberen Rücken, auch nicht gesund. Bitte achtet darauf, dass der Rücken immer gerade ist.
Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Macht's gut. Bis dahin, Leute. Peace.